Servusle, meine Dinosaurier-Artenvielfalt-Liebhaber. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde Jurassic World Evolution 2 am Bergfest-Tag, wer gleich reinschaut. Die Wochenmitte ist erreicht. Wir müssen weiter Punkte aufbauen. Ich bin aktuell hier auf dem Pausenknopf drauf. Ich habe mir überlegt, wir machen es nicht so, wie ich es gestern gesagt habe, dass wir jetzt noch ein Becken anlegen und dann hier rumjustieren. Wir machen jetzt einfach hier drei Gehege hin. Ich ziehe jetzt hier den Zaun rüber und teile hier nochmal drei Gehege ein. Also ich hätte gerne, ich muss es gerade mal kurz angucken. Oder zwei. Meinst du, zwei reichen uns? Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch mehr. Und wenn wir mit diesen zwei Arten die 3000 Punkte nicht erreichen, dann justieren wir nach. Weil im Prinzip wäre ich jetzt so ein Typ, ich baue es lieber so auf, dass die Dinos sich auch verstecken können. Jedes Tier will ja nicht den ganzen Tag beobachtet sein, oder? Wenn ich das jetzt einfach mal hier rüber. Weißt du was? Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich bleibe mal auch kurz auf der Pause drauf. Ich ziehe jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, da hätte ich ja noch Platz für Verwaltungsgebäude, ne? Pass mal auf, wir machen das jetzt so. Ich ziehe das mal bis hier. Gehe dann hier noch so ein bisschen runter. Hier so ein bisschen rüber. Somit wäre der Platz für mehr Verwaltungsgebäude dann auch dahin. Ist das Hauptquartier. Wir werden ja hier hoffentlich niemals Besucher kriegen. Sonst hätte ich es komplett anders aufbauen müssen. Wegen Fahrgeschäften und so schon, ne? So, und das stöpsel ich jetzt hier an. Punkt. Jetzt gucke ich es mir nochmal in der Karte an. Damit wäre das durch. Und jetzt ziehen wir es hier am Rand entlang, würde ich sagen, schön. Und dann können wir hier, allerdings haben wir dann das Problem, dass die nie beobachtet werden können. Das ist nicht ideal hier, der Bogen. Das ist nicht ideal, das muss ich leider nochmal wegmachen. Weil ich muss ja Beobachtungsposten aufbauen. Das ist nicht ganz so toll gewesen hier jetzt. Aber die Idee als solche ist nicht schlecht, weil, lass mich mal ganz kurz einen anheben, wenn ich die dann auf die Linie setze, weißt du, ich meine, hier zum Beispiel einen hin, hier einen hin und hier, dann habe ich das komplette Gehege nämlich im Visier. So, weil Tuberkulose und so, das kriegen wir ja alles in den Griff. Jetzt habe ich es eh schon so knapp gesetzt alles. Dann können wir da von mir aus auch weiter so verfahren. So. Ne, jetzt bauen wir praktisch drei Gehege auf. Dann gehen wir entdecken, einfahren. Und dann machen wir unseren Ablauf, unseren routinierten, bis wir die Punkte haben. Jo, das ziehst du jetzt hier entlang. Und dann gehen wir hier runter. Und damit ich jetzt später mich etwas leichter tue. Nee, Entschuldigung, ich muss auf den Wald wegmachen. Jetzt machen wir das mal leer und legen es dann ordentlich an, weißt du? Gleich schon mit den Hauptnahrungsmitteln, die sie brauchen. Ich nehme eh an, dass wir jetzt hier die Schildplattenträger reinnehmen. So, siehst du, und dann können wir, weil ja sowieso jedes Tier mit Sicherheit Wasser braucht, ob es viel ist oder wenig, spielt dabei erstmal gar keine Rolle. Dann können wir, wenn die dann hier trinken müssen, pass mal auf. Gehen wir davon aus, da käme später irgendwie so ein Fluss rein, der dann hier ein Stückle breiter wird. Und hier von mir aus dann so ausläuft. Und hier so reinmündet. Ach so, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, gell? Das war nicht so glorreich. Das war nicht so glorreich, weil ich muss ja erstmal gucken, dass ich den hier nichts wegnehme, ne? Ich hab's nicht so gemordet. Habe ich dir jetzt irgendwas versaut schon? Nö, ne? Dann kann ich aber doch. Kann ich aber doch da das Wasser wieder reinfüllen, oder mal geschwind? Ich vermisse das ein bisschen, wie das bei Blende 2 war, dass du das Wasser auf verschiedene Höhen setzen kannst. Falls ihr das auch gespielt habt. Umgebung, Wasser. Wieso lässt er mich das? Das muss ich jetzt beobachten. Weil das Stein ist hier, oder was? Kann das sein, dass das daran liegt, weil hier Stein war? Und dann lassen wir es so. Dann lassen wir es erstmal so. Hier hätte ich allerdings schon gerne, gell? Was haben wir hier für Probleme? Lass mich mal kurz gucken, ob ich das in den Griff kriegen kann. Ich will einfach nur hier einen Schluck Wasser. Jupp. So.
Da könnte man jetzt auch noch, wenn man Zeit und Bock hätte, sich ewig verzieren, aber diese Energie würde ich eher mal in einen Sandbox-Park reinnehmen. So, die waren ja schon versorgt, dann haben wir das. Jetzt geht es noch darum, ich lasse hier schon mal Blay laufen, falls das Spiel noch eine Überraschung für uns hat. So. Einmal hier. Die Geräusche langsam im Park, ne? Okay, in der Ranger-Station würde ich jetzt erstmal keine reinnehmen. Weil, wie gesagt, wir hatten ja die Problematik mit den Rangern. Kein Strom. Nö, hat sich schon erledigt. Expeditionskarte ansehen. Warte mal, ich würde erst kurz in die Forschung rein, weil ich ja irgendwann auch mal fertig werden will mit dieser Forschung hier für die Ranger-Station, für die zweite, ne? Das ist nächste. Ach, das ging schon nicht. Deswegen. 5. Sind wir immer noch bei 8? Nee. Doch, wir sind immer noch bei 8. Ich kann leider keinen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich nur vergessen habe, wo genau wir noch Leute mitkriegen, weißt du? Also pass auf, 4 Punkte haben wir noch. Vielleicht ist aber die Aufgabe auch alle hier reinzunehmen. 3 Gehege habe ich. Baryonyx, Sinoceratops, Diplodocus, Chasmo. Komm, wir holen die Taurus. Jetzt sind 5 Stück. Ich bin gespannt, wie viele wir davon kriegen. Ich schicke meine 2 besten Leute. So, jetzt gehe ich nochmal hier rein. Leben fangen, Leben fangen. Die sind auf Mission, soweit ist klar. Sie kann trainiert werden. Mache ich dann natürlich gleich. So, meine Lieben. Jetzt heißt's Killington. Ah, das ist die Mission, die wir gerade machen. Guck mal, wir sind schon bei 2400 zum Teil. Wir könnten natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben es ja jetzt festgestellt, dass wir im Anlagendetailbereich eigentlich sehen, wo hier viel passiert. Da haben wir zum Beispiel bei den Parasauriern die Anziehungskraft nicht sichtbar schwindet. Lass uns mal gucken, ob wir da mit wenig Handgriffen eine Kleinigkeit hinbekommen. Parasaurier waren hier. Warte, 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 da muss ich gucken. Der hat keinen Strom. Warum hat er gerade keinen Strom? Die Dinger sind gefüllt, oder? Die sind gefüllt und die Zäune hängen ja an den Zäunen. Ich nehme an, ich baue einfach mal noch einen Stromkasten dazu. Das pendelt mir zu arg hier. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass es ist auch ein bisschen knapp bemessen. Ich setze den mal hier dazu. Komm her. So, weißt du. Dann haben wir da nochmal eine zusätzliche Unterstützung über die Maschine, weil es kann ja mich auch mal sein, dass eine ausfällt. So, jetzt müsste doch normalerweise. Jetzt ist es weg. Genau, wir waren bei den Paras stehen geblieben. Das machen wir jetzt. Also, neue Gehege sind soweit klar. Schalali und Schalalümchen. Hier sind unsere Fleischies. Die Paras hatten wir hier hinten drin. Und da hatten wir aber die Beobachtungskiste hier, ne? Das heißt, sobald einer rausläuft, weißt du? Jetzt probieren wir mal was. So, und wenn ich das jetzt wegmache, dann haben wir diesen toten Winkel beseitigt. Guck. Jetzt sind wir genau in dieser Flucht drin. Jetzt haben wir hier noch einen toten Winkel, da könnte man dann auch nochmal hergehen und so weiter. Leben fangen, 5. 4 Stück haben wir, einer ist entgangen. Ich würde sagen, alles klar. Transportieren wir die 5 Stück in den größten Abschnitt, den wir haben. Das wäre meiner Meinung nach eher 4 Stück hier rein. Wobei das hier ein bisschen größer aussieht. Aber was ich ganz vergessen habe. Die Tore. Im Moment ist nichts drin außer Wasser und freie Fläche. Das heißt, wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, eine Grundgestaltung zu machen. Wir sollten allerdings
Jetzt muss ich gucken, jetzt verfahre ich mich bestimmt so, wie ich mich kenne. Die müssen wir ja mit Sicherheit holen, ne? Pass mal auf, ich fahre mal mit denen direkt selber hin. Vielleicht gar nicht schlecht, dass wir so anfangen, weil jetzt kommen wir nämlich erstmal rein und müssen sie nicht suchen, weil sie frei einsehbar sind, weißt du? Ich hoffe natürlich, dass wir so rum überhaupt starten können, oder? Ich weiß nicht, ob der Ranger erst hin muss, ne? So, ich würde sagen, Zielmodus. Medizinischer Scanner will ich eigentlich. Macht er das nicht? Doch. Diagnose gestellt. Krankheit ausgebrochen. Ich glaube, du musst sie nur einmal, oder? Ich fahre trotzdem hin, ich will es wissen. Diagnose beendet. Objektscan abgeschlossen. Objekt wird gemeldet. Okay, wir gucken, was wir haben. Krankheit, Ursache, Infektion, nicht behandelbare Krankheit, erholt sich mit der Zeit. Schwäche für Hakenwürmer. Okay. Ach, guck mal. Das heißt, wir haben jetzt schon Wald und gemahlene Fasern. Wir haben jetzt schon den Scan, den wir brauchen durch das. Gemahlene Nuss. Das war, glaube ich, hier irgendwo gemahlenes Blatt. Gemahlener Faserstoff. Ich ziehe einfach mal hier so eine Bahnfaserstoff rüber. Und dann würde ich mit Wald so einen kleinen Rand hier reinmachen. Hier vielleicht. Ja, ist noch ein bisschen wenig Wald. So. Und dann hier so phasenweise Wald. Ich habe ja so gedacht, dass wenn sie zum Trinken gehen, das, was sie dann von hier schön beobachten können. 100% haben wir. Dann bauen wir den guten, jetzt die Beobachtungsstation direkt vorne dran. Was? Ist zu nah am Tor oder was? Passt. So, Leute. Das müssen wir aussitzen. Soweit war es klar. Wir gehen aufs Tier drauf. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, sie sind erkältet. Werden aber von alleine gesund mit der Zeit. Sie sind hier auf 100%. Ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Jetzt pass auf. Nächster Deal. Expeditionskarte ansehen. Jetzt wollen wir natürlich die Tiere auch haben. 4 Sinoceratops. Die sind ja auch so ähnlich, ne? Irgendwie können sie so ein bisschen mit den Schildern. Ich finde es gar nicht schlecht. 3 von 4. Nehmen wir mal ihn mit, dass er auch mal wieder was zu tun kriegt. Und sie, die war ja jetzt erst aufgeschult. Okay, das reichte nicht. Dann nehme ich dich mit. So, nächste Art wird entdeckt. Und ich will mal kurz gucken. Kommt jetzt wieder ein Sturm. Nicht zugewiesen. Die braucht aber viel Training, mein Lieber. Und du kannst dich schon mal ausruhen, dass ich das nicht alles durcheinander bringe. Und dann würde ich einfach mal hier... Im Moment mache ich das ja alles manuell, ne? Einmal aufgefüllt. Zweimal aufgefüllt. Der ist noch aufgefüllt. Und da müsste ja noch mal irgendwo einer sein, gell? Ne, ne, nicht Verwaltung. Geh mal auf die Karte. Doch, Verwaltung war richtig. Den habe ich aufgefüllt. Die zwei habe ich aufgefüllt. Ihmchen hier noch. Mir wäre es recht, wenn das nicht immer dahin suchen tät. So, weißt du, das zoomt da immer ran wie Sau. Ein Ihmchen hier noch. Hä? Okay, der hat schon fast alles. So, jetzt wäre es eigentlich, wenn die Erkältung vorbei wäre. Von meinen Süßen hier. Hier stehe ich im Schatten. Keiner kann mich sehen. Ja, Großer. Träumchen.
Ja, wir sind ja schon bei 2700, ne? Also war es doch eine gute Idee, das so zu machen. Dann braucht man den Tieren nicht hier komplett alles wegholzen, nur dass sie einsehbar sind, weißt du? Wenn wir schon neben dem Flughafen hier wohnen. Okay, dann will ich jetzt natürlich noch wissen, wenn die gleich ankommen. Die werden wir hier reinsetzen. Tür haben wir drin. Warten wir, ich nehme aber an, dass die ähnlich gelagertes Futter brauchen, ne? Wir könnten es ja schon mal. Tun wir einfach mal so, als wären wir Experten. Das war gemahlener Faserstoff. Ungefähr in der Reihe hier haben wir das so gehabt. Vielleicht bieten wir ihnen hier nochmal ein bisschen was an. Und Wald. Wir werden jetzt gleich sehen, ob die ähnlich gelagert sind. So, da kommen sie rein, die Guten. Die Guten. Ich nehme an, dass es mit dieser Art, die wir jetzt holen, dass es schon reicht. Nebenfang. 4 Stück gefunden. 3 und einer in Gang. So, und guck mal, wie wir uns an das System schon gewöhnt haben jetzt. Wie wenig Zeit wir jetzt verlieren, neue Dinger zuzuweisen, weißt du? So, wo ist denn mein... Komm, wir fahren direkt hin. Fahren wir selber hin, oder? Entschuldigung. War keine böse Absicht. Schalalalala. 3 Stück haben wir bekommen. Na, dann fahren wir mal rein. Medizinischer Scanner ist noch ausgerüstet. Ja, langsam, die Galle. Überschlag dich mal nicht. Tier 1. Hier 2. Sieht aus, als hätten wir keine Probleme. Vorne noch. Dann haben wir alle 3 Tiere gescannt, obwohl man wahrscheinlich nur eins muss, wie wir festgestellt haben. Und hey, ich habe da was von Zufriedenheit gelesen. Ich glaube, wir haben es richtig eingeschätzt, Leute. Aber wir gucken. So, streift umher. 100%. Siehst du, Wasser, Wald, gemahlene Fasern. Bisschen mehr Wald könnte man jetzt noch und so. Aber das wäre eher was. Also wenn ich mir selber mal einen Park mache, im Sandbox-Modus, und ich habe da auch die Möglichkeit, die Zufriedenheit der Tiere, dann will ich, dass sie im Detail so weit oben sind, wie es nur geht. Auch wenn man es nicht muss. Ich sage es deswegen dazu, weil ich das schon ganz oft in den Kommis gelesen habe. Du musst das nicht. Ich spiele ja nicht, weil ich muss, Leute, sondern weil ich Bock habe. Und dann spielt man natürlich auch so, wie man Lust hat drauf. Ne? So, jetzt haben wir im Moment eine Sichtbarkeit von 2700. Ich würde sagen, wir kümmern uns auch noch gar nicht weiter drum, sondern ich würde gerne mir wirklich jetzt noch das letzte Gehege einrichten. Am liebsten nochmal mit so Schildträgertypen. Wir gehen nochmal forschen, würde ich sagen. Komm mal her. Wir hätten jetzt noch den Diplodocus, das wäre natürlich ein Riese. Wir hätten hier nochmal Schildträger. Chasmosaurier. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die doppelt habe dann. Ich habe nämlich den Namen mir jetzt nicht gemerkt von denen. Chasmo. Chasmo. Ritmo della Chasmo. Parasaurolophus war klar. Deinonychus. Und hier. Ach, weißt du warum? Ich setze es trotzdem hin. Ich setze es trotzdem hin. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir das jetzt irgendwie... Wenn ich sie hier hinsetze, das ist ja super. Ich mache das jetzt auch ganz bewusst ein bisschen schräg. Die haben nämlich das Beobachtungszeichen im Moment nicht. Die Tiere hier auf der Seite. Ich will nur trotzdem kurz gucken. Sinoceratops und Torosaurier. Dann kommt, dann holen wir die jetzt noch. Wobei ich glaube, die Punkte jetzt ziemlich schnell hochsausen werden. Ansonsten wäre jetzt der Chasmo halt mein nächster gewesen, weißt du? Da hätte ich gesagt, er mit ihm zusammen, die verstehen sich gut. So. Na 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 na, Alter, haben wir da jetzt ein Hauptquartier hingezwirbelt?
Und was ich schön finde, der meiste Platz ist für Tiere draufgegangen, nicht wie hier drüben. Weißt du, dass da kein Platz mehr wäre für irgendwas? Okay, wir haben die 3000. Sorge dafür, dass Okay, alle. wir machen Fortschritte, aber es gibt immer noch mehr Aufgaben, für Sie zumindest. Das nächste Ziel wäre zum Beispiel so eine Aufgabe. Haben wir. Sorge dafür, dass alle Saurier einen Komfort von 80% haben. Wir haben alle auf 100%, gell? Ja, dann wären wir wahrscheinlich das letzte Pärchen. Es sei denn, es kommt noch eine Folgemission. Das weiß ich hier nicht. Sieht gut aus. Wir haben sehr viele Tiere. Wir sind alle auf 100% gegangen. Wir haben Fleischfresser, wir haben Pflanzenfresser. Wir waren an der Forschung unterwegs. Sind eigentlich ziemlich gut angekommen. In 50 Sekunden wissen wir es. Ich bin mal gespannt. Ich lasse es gerade mal schneller laufen, weil ich abschätzen will, ob mir das noch reicht mit dem nächsten Dino-Pärchen. Nee. Wir werden erst durch sein. Und dann kommen die. Ja. Vielleicht kommt aber noch eine Folgemission. Alle sind sie auf 80%. Mission abgeschlossen, Pennsylvania. Jetzt weiß ich nicht, ob noch eine kommt. Sind wir mal sehr gespannt drauf. Das hatten wir auf der Isla Nublar verwirklichen wollen. Ein Ort, an dem die Saurier sich gut entwickeln können. Minus den Vulkan, natürlich. Ein ziemlich großes Minus. Wir können alle stolz auf das sein, was wir hier erreicht haben. Aber Aber was? ich höre es an deiner Stimme. Okay. Ich frage mich nur, was Dua vorhat. Ich kaufe ihr das Gerede von Rette die Zukunft, indem du die Vergangenheit kontrollierst, nicht ab. Ja, Lambert hat erwähnt, dass einige der Lieb Tiere ich. an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Er wollte oder konnte nicht sagen, wer die Lieferung entgegennahm, aber es war nicht die Naturschutzbehörde. Oh. Eine dritte Partei? Und wir wurden nicht zur Sitzung eingeladen. Okay. Oregon. Bei der Naturschutzbehörde sind Berichte über Zusammenstöße im Luftraum über dem Nordwesten eingegangen. Die Naturschutzbehörde wurde gerufen, um Flugreptilien zu fangen und sie aus dem Luftverkehr, um den Luftverkehr zu schützen. Diese Wow! Meldungen kamen von der Flugsicherung des Da kommt Flughafens sie. Seattle-Tacoma. Nun erhalten wir Radartreffer von Portland International. Sie sind also auf dem Weg nach Süden. Vermutlich wegen des Wetters. Wahrscheinlich. Sie wandern ab. Aber wir sind Stumm! besorgt. Was ist, wenn eines dieser Tiere beschließt, mit einem Verkehrsflugzeug Angsthase zu spielen? Die moderne und die prähistorische Welt befinden sich auf Kollisionskurs. Okay. Oh, Leute. Expeditionszentrum. Wenn Owen und Lambert das hinkriegen, Ah, wovon sie ja. gesprochen haben, werden wir Anlagen für die Flugsaurier brauchen. Beginnen wir mit einigen Aviariumkuppeln und einer Brutstätte. Oh, wir brauchen auch ein Expeditionszentrum. Und wie du gehört hast, haben wir nicht viel Zeit. Ja, schon klar. Wie immer. Aviarium. Ein Aviarium ist ein Kuppelkomplex, der fliegende Reptilien beherbergen kann. Habe ich auch noch nie. Gab es das im Alten? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe das nur, das finde ich, freue mich voll drauf gerade. Machen wir allerdings. Aviarium müssen an den Rändern der anderen eingerastet werden, um einen einzigen Komplex zu bilden. Guck mal, wie gut. Jeder Komplex braucht eine Brutstätte zum Funktionieren und es können Beobachtungsgalerien angebracht werden, um Sichtbarkeit zu schaffen. Ich pausiere gerade mal das Spiel. Ich würde gerne morgen mich um die Aviarien kümmern. Lass uns mal kurz gucken, welchen Platz wir hier zur Verfügung haben. Personalzentrum ist schon gebaut, Wissenschaftszentrum ist gebaut, Kontrollzentrum und Ankunft. Hi, ich würde sagen, wir bauen hier erstmal ein kleines hin. Einige hat sie ja gesagt. Also da werden bestimmt mehr als eins gebaut werden müssen. Lass uns mal hier morgen dann ein kleines hinsetzen. Und wir setzen das Expeditionszentrum jetzt schon mal gemeinsam auf. Und da würde ich einfach den Platz hier nutzen, indem ich die Straße. Ich bleibe jetzt mal auf Pause, dass uns die Zeit nicht flöten geht. So, verlängere ich hier die Straße und hier. Und dann bauen wir das Expeditionszentrum jetzt. Das nehmen wir hier dazu, ja? Ich möchte es gern hier haben. Warte mal, mach mal den Snapper rein. Müsste ja hier dann snappen, ne? Ja. Allerle. Kummo. Ja.
Heißt halt nicht die europäische Norm, die man hier verbaue. Ich lasse es schon mal sich hochziehen. Generator. Wie sieht es denn mit Personal eigentlich aus aktuell? Ich weiß nicht, ob unsere Leute mitgekommen sind. Ich glaube es ja nicht. Ha doch. Oder? Sind sie das nicht alle? Nicht entlassen. Sei froh, dass du hast. Trainieren. Ausruhen. Komm mal her. Machen wir auf morgen gleich fit, dass sie einsatzbereit sind. Okay, Leute. Dann würde ich jetzt an der Stelle aber das nicht reinpressen. Ich will mir wirklich die Zeit dafür nehmen. Das heißt, wir ziehen morgen los. Wird die Folge heute ein bisschen kürzer, dafür wird die nächste wieder ein bisschen länger. Wir steigen morgen hier direkt damit ein, dieses Flugsaurier-Thema endlich kennenzulernen. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, dass ich mich auch unheimlich auf die Wassersaurier freue. Das wird bestimmt hier auch noch drankommen. So machen wir das. Weißt du, dann fangen wir jetzt nichts an, wo ich dann nachher einen Cut machen muss. Ich möchte das tatsächlich in einer Folge schön gemeinsam mit euch angucken. So würde ich das jetzt einfach lassen. Komm, wir gucken nochmal an die Ränder hier, dass wir einmal... Wie Weg nicht verbunden? Schlapper doch nicht, ihr habt doch extra die Stoße nahe gebaut. Was schon los? Ja, und schon ist nicht mehr ganz so übel, gell? So machen wir das, ja? Dann sehen wir uns morgen wieder auf dem Weg Richtung Wochenende. Kommen die nächsten Dino-Folgen. Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das nachher aussieht, wenn man dann da auch auf Beobachtung geht. Ob die Kuppeln groß sind und so weiter, freue ich mich voll. Bis dann, Leute.